der liebevolle Blick des Auslands. Zum Beispiel die Briten, die lieben Dinge an uns, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel lieben die unsere Wurstkultur. Das ist immer süß, wenn die das sagen. Die sagen immer, Christian, ihr habt Frankfurter, ihr habt Currywurst und ihr habt Bratwurst. Ihr habt drei Wurstsorten. Ho, ho, ho. Da bin ich als Deutscher erst stolz und dann pikiert. Denn wir haben in Deutschland nicht drei Wurstsorten, wir haben alle Wurstsorten in Deutschland. Ja? Es gibt keine Grenze, wir machen aus allem und jedem eine Wurst. Wir haben erstmal jede Farbe, wir haben Gelbwurst, wir haben Weißwurst, ne? Wir haben natürlich jedes Körperteil, wir haben Leberwurst, wir haben Blutwurst. Ich bin mir nicht sicher, ob Blut ein Körperteil ist, aber egal, wir machen daraus Wurst. Ne? Wir haben jedes Hobby, Jagdwurst machen wir auch gerne. Und wenn ich dann sage, wir haben eine Gesichtswurst, das glauben die einem gar nicht erst. Ich denke, das kann ich sagen. Bei Teewurst sind die wieder an Bord, muss man sagen. Das finden die gut. Das finden die gut. Das kann ich mir gut vorstellen. Das mögen die gerne. Problem ist natürlich Kinderwurst, dann sind die meisten raus. Die sagen also, irgendwo ziehen auch wir eine Grenze und die ist da, wo Kinder im Spiel sind. Aber man kriegt alle Leute leicht wieder an Bord, indem man über die Mutter aller Würste spricht. Da können wir Deutschen ja stolz sein, dass wir die als einziges Land der Welt haben. Auch einen Begriff, den man als geborener Deutscher gar nicht so hinterfragt. Wir hinterfragen ja gewisse Dinge gar nicht. Den Begriff sollte man mal hinterfragen. Wir haben nämlich als einziges Land der Welt die Fleischwurst. Das ist doch schön, oder? Kann man keinem im Ausland erklären. Meat Sausage, die denken also. Vor allem kommt dann die Frage auf, also sag mal, wenn ihr eine Fleischwurst habt in Deutschland, was ist denn dann in all den anderen Würsten drin? Ja. Und für die Antwort ist niemand bereit, muss man sagen. Also das lässt man besser weg. Und dann höre ich ganz oft die Kritik natürlich, ne, ganz oft die Kritik, die sagen, ihr könnt doch als Deutsche nicht nur Wurst und Fleisch essen, das ist doch ungesund. Esst doch auch mal was Gesundes, Kinder. So klingt es ja dann. Ne? Dann sage ich, ja, machen wir auch. Wir Deutschen, wenn wir was Gesundes essen wollen, essen wir gerne mal einen Fleischsalat. Ne? Und dann wollen die natürlich wissen, was ist das denn? Was ist, die Worte sollten ja nie so nah zusammen sein, Fleisch und Salat, was ist denn da drin? Und dann sage ich, das ist gar nicht so entscheidend, was da drin ist. Ne? Ist eine Definitionssache. Wenn in Deutschland das Fleisch kalt ist, gilt es als Salat. So, ne? Alles eine Frage der Perspektive. Vielen Dank, Dankeschön. Schönen Abend noch. Danke.